Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Murder Mystery am heutigen Tage wieder auf dem Hypixel.net Server. Ich glaube sogar, wir haben heute erst die zweite Folge von Murder Mystery. Die alte oder beziehungsweise die letzte Folge schon so weit zurückgelegt. Ich weiß gar nicht, welche Folge es letztens war, aber ich glaube, weil ich so richtig krass aktiver Murder Mystery Spieler, beziehungsweise spielen tue ich schon aktiv, aber aufnehmen bin ich faul wie ich. Nein! Nein! Wie, das ist mir noch nie passiert. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ich weiß, so blöd wie ich, aber wie blöd kann man sein? So, dann fangen wir nochmal von vorne an, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir mal wieder 0 Gold. Hatten wir ja doch letztens, vor langer Zeit, hatten wir schon ein bisschen Gold. Jetzt dürfen wir uns wieder Neues suchen. Ich hatte gerade schon mal eine Aufwärmrunde. Und der Mörder gerade, oder Mörderin, ich weiß nicht, ob es ein Junge oder Mädchen war, ich sag mal, die wär's. Es war so, ich war einfach wieder der James Bond im Film. Die Runde hätte ich sowas von aufnehmen müssen. Okay, wir müssen einmal nach da hinten. Der Typ, ich glaube, von dem nehmen wir erstmal ein bisschen Abstand. Hier, hä, lol, kann man, hä? Kann man Gold droppen? Nee, dann ist gespawnt. Oh, auf Wiedersehen. Mit ihm möchte ich soweit nicht Kontakt haben. Corona, dies, das, ne? Wir müssen ja hier natürlich die Hy Okay. Die Hygienebestimmung einhalten. Ich bin ein Teddybär. Kann ich mich überhaupt rein theoretischerweise anstecken? Teddys können sich ja nicht anstecken, nur Menschen. Und Fledermäuse. Zwinker, zwinker. Haha, war das lustig. So, ach, die Map finden. Am liebsten finde ich die Map. Moment, also den Friedhof finde ich anhand von den ganzen Maps nice. Die finde ich, wo wir gerade spielen, auch ein bisschen schön, weil hier man auch an manchen Stellen unbeobachtet zuschlagen kann. Aber irgendeine Map finde ich auch noch geil. Nur ich weiß nicht, wie die heißt. Und ich bin auch gerade. Oh, wie heißt er? Da. Der da. Noobskin. Junge, der. Also, mal ganz im Ernst. Ich, tu, wenn ich Mörder bin, dann mache ich das sehr, sehr unauffällig. Und mit sehr, sehr unauffällig meine ich sehr, sehr unauffällig. Der Typ denkt sich, ach ja, hat ja hier niemand. Ach Junge, was soll denn das hier? Der rammt dir da sein. Was hat der eigentlich? Lohnrute, glaube ich, hat der in Hand. Rammt der dir zuerst in den Kopf? So, wo ist denn der? Ja, ich glaube, ich könnte mich eigentlich wie der Typ dort hinten in die Ecke stellen und nichts machen. Man gewinnt ja eigentlich nur. Oh Mann, Alter, macht die Runde Spaß. Ich glaube, der Mörder hat heute schon Feierabend gemacht. Weil die Leute bringen sich inzwischen schon alle selber um. Ich glaube, obwohl, na gut, 19:30 Uhr, ich glaube, da hat er auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Kann ich gut nachvollziehen, dass der schon nach Hause gegangen ist. Ich glaube, wir können jetzt auch nach Hause gehen. Ich glaube, der kommt heute nicht mehr. Ja, ne. Gute Nacht. Ach, Moment mal. Habe ich gerade ein Schwert gehört? Ist ja doch da. Hallo, Weihnachtsmann. Moment mal, der. Nee, hä, warum hat der jetzt Schaden bekommen? Hä? Okay, wie auch immer, ich habe keine Ahnung, was der Mörder gemacht hat. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das Ganze mal Murder Mystery auch mit Zuschauern aufnehmen soll, da ich mir sicher vorstellen kann, dass mit ein paar Leuten im Discord oder Teamspeak sicherlich spaßig sein kann. Deswegen.
Wenn ihr da auch mal Bock habt, mitzuzocken in der Aufnahme, dann würde ich sagen, schreibt es mal in die Kommentare. Abstimmen kann man ja jetzt nicht mehr. Warum auch immer die das entfernt haben, ich verstehe es nicht. Glaubt, die müssen dafür keine 1000 Euro zahlen, dass sie dieses Feature da haben, dass sie es weggemacht haben. Ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und dass dieses Argument, dass zu wenig benutzt haben, ist vollkommen Schwachsinn. Man hätte es einfach drinnen lassen können. Es haben so viele benutzt. Zumindest in Deutschland, wie es woanders aussieht, weiß ich nicht. Ich gucke kein Japanisch, Chinesisch, ich wollte gerade Tokioisch sagen, aber ich glaube, dann bin ich wieder Abitur Brandenburg und das möchte ich nicht, weil ich habe Abitur Sachsen. Und ich bin 16. Ich bin halt schlau. Ich bin ein Bär. Bären sind schlauer. Und, ach nee, ich wollte gerade hier ein... Ja, wahrscheinlich. Was? Was bist du denn für ein ehrenloser Typ? Was bist du denn eigentlich für ein ehrenloser Typ? Du hörst echt... Mal ganz im Ernst, was soll denn der Scheiß? Doch, das wäre jetzt zu schön gewesen, wenn er gestorben wäre. Na hallo, na hallo, na hast du Angst vor mir, na hast du Angst vor mir, na hast du Angst vor mir. Ja, komm doch her, ja, komm doch her. Schade, dass er nicht Mörder ist. Eigentlich gut, dass er Mörder ist. Nee, eigentlich schlecht, dass er Mörder ist. So, und jetzt bist du tot, zack. Okay. Also, der Mörder ist diese Runde schon mal aktiv. Oh nein, ein Bärchen, ach. Schon ist er tot. Mann, sind die heute alle schlecht. Ich sehe da überhaupt keinen Bogen bei dir. Also ich glaube, die hat uns eiskalt ins Gesicht gelogen. Und jetzt juckt es mich noch an der Nase. Zufall? Ich denke nicht. Deshalb können wir schon mal... Also das Fischstäbchen sieht sehr blass aus, ist wahrscheinlich krank. Hoffentlich hat es kein Corona. Hier sind diese Kaktusdinger. Moment mal, hier, 2 Gold habe ich. Dankeschön. Moment, wo sind 4 Viers? Hier. Könnt ihr mal bitte weggehen? Na hallo, na hallo. Gold, mein Gold. Dankeschön. Das ist so ein Assi. Was seid ihr denn für Ehrenlose? Das ist mein Gold. Haut ab. Verschwindet ihr. Holla, die Waldfee. Huch, also ich muss sagen... Da hat wohl jemand nicht mit dem Gangsterbären Agent 1117 ist im Einsatz. Nee, 17 ist 17. Weiß ich 17? Doch, 1117. Doch, Agent 1117 bin ich. So Leute, jetzt zeige ich euch mal, wie man richtig als Mörder interagiert. Wir verhalten uns nämlich erstmal ganz normal. Weil gleich abschlachten ist ziemlich dumm. Vor allen Dingen auf so einer Map, wo es hier sehr schwierig ist. Nein, oh Mist. Jetzt muss ich mal schauen. Wie kann ich hier unauffällig die Leute aus dem Weg räumen? Zack, Nummer 1. Okay, ich glaube, das habe ich schon mal gut gemacht. Hat hoffentlich niemand gesehen. Ich habe niemanden gesehen, der das jetzt beobachtet hätte können. Okay, nein, 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 Mist. Zack, zack. Oh, hier leben wir sehr gefährlich. Sehr gefährlich leben wir hier. Ein Bogen wäre natürlich wunderbar. Und wir können mal gucken. Oh oh, das Schwein, das Schwein. Was? Was? Nein, du Schwein. Oh Mann, Alter, wie
dumm von mir, wie? Ich hab den Bogen nicht mal spannend. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich werde jetzt die Fortsetzung aufnehmen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. 15 Uhr montags, mittwochs und freitags auf meinem Kanal gibt es ein neues Video. Haut rein und ciao, Leute! We'll be right back.